Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Tansania verstehen. Viele wird es nicht mehr geben. Tansania verstehen wird bald auslaufen. Aber da müssen wir nochmal durch. Ja, bevor wir hier anfangen, über echte Freundschaften zu sprechen, ob das hier überhaupt möglich ist in Tansania, möchte ich mich nochmal bedanken bei der Elisa aus München. Herzlichen Dank. Und ja, ich habe ein Lächeln im Gesicht. Ich könnte natürlich auch, wäre auch ein Lächeln im Gesicht, aber ich mache mal das hier. Ich danke dir. Gut, die Christina, ich sage es mal Christina V., herzlichen Dank, auch von dir. Heidi, Heidi SCH, auch dir sage ich herzlichen Dank und auch danke für die Genesungswünsche. Dann habe ich noch eine Sache, eine Dame, die sehr fleißig auf meinem Kanal auch Kommentare abgibt, danke dafür. Mama Simone, Mama Simone, als Antwort, ja, ich würde meine Kinder jederzeit hierher bringen. Ich bin unglücklich darüber, dass wir nicht früher auf die Idee gekommen sind, dieses Land zu besuchen mit unseren jungen Kindern. Da wäre vieles anders gelaufen, da wäre vieles anders gewesen. Und ich glaube, dass unsere Kinder hier besser hätten, mit oder ohne Unfall, mit oder ohne Krankheiten, was auch immer. Ja, und man muss einfach eine andere Einstellung dazu haben. Man muss hier auch damit rechnen, dass man jemand auf der Strecke bleibt, auch wenn es ein Kind ist. Aber wahrscheinlich hätten wir hier auch schon 5 oder 6 Kinder, wenn wir hier wären. Naja, egal, wir haben nur 2. Gut, und jetzt lasst uns mal über Freundschaft reden. Ja, es gibt sehr viele Menschen, die mir immer sagen, ja, mit Locals kannst du keine Freundschaft finden, das geht überhaupt nicht, das ist unmöglich, kann man nicht machen. Geht nicht. Ich meine, man muss natürlich ein bisschen definieren, was ist für mich ein Freund, was ist für dich ein Freund, ja, was ist eigentlich Freundschaft? Und es gibt ja immer so diesen Ausdruck, beste Freunde. Und ich war eigentlich in Deutschland schon der Meinung, beste Freunde zu finden ist unheimlich schwer und eher ein Glücksfall. Und wenn man wirklich echte gute Freunde hat, wo man wirklich als Freunde bezeichnen kann, war das in Deutschland immer so ein Spruch von jedem, den ich kannte, auch von mir. Ja, also wer 3 solche Freunde hat, der ist schon reich gesegnet. Es gibt nicht viele Menschen, die man so als oder mit so intim als Freunde bezeichnen kann, glaube ich. Ich selbst habe ja gelernt, während dieser Pandemiezeit, dass man echte Freunde, wie man dachte, wie man sie hat, sich dann als nicht so ganz freundlich herausgestellt haben. Ja, und ich habe Menschen, für die ich immer überhaupt keine Wertschätzung hatte, wo ich sagte, ach, unsympath, habe ich gemerkt, hoppla, jetzt in der Not sind die da. Das waren dann die echten Freunde. Und für mich sind echte Freunde Menschen, für die ich alles tun würde und die für mich alles tun würden, was nötig ist, um Hilfe zu leisten. Und damit rede ich jetzt nicht von finanziellen Sachen, sondern auch von ganz anderen. Und ein Freund steht zu einem. Ja, ich kenne hier Menschen, die hier nach Tansania kommen, um jemanden kennenzulernen, wollen aber mit dem nie gesehen werden. Ja, nicht öffentlich. Ja, kein Selfie oder sonst etwas. Ich könnte ja erkannt werden mit demjenigen, der ja aus einem ganz bösen Spektrum kommt, so offiziell. Das werden nie Freunde werden. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Also bei mir würden sie es nicht werden. Nun, hier ist es so, man muss schon ein bisschen unterscheiden. Ja? Also du gehst hier, also wenn du hier neu ankommst in dieses Land, du gehst aus dem Flughafen raus und nach etwa 27 Sekunden hast du die ersten 70.000 Freunde gefühlt. Also mindestens 3. Ich bin dein Rafiki, du bist mein Rafiki, Rafiki heißt Freund. Und damit, das geht ganz schnell. Sind sie natürlich nicht, ja, die wollen euer Geld haben. Und man schafft einfach eine gute Atmosphäre und da gibt man halt schnell und leichter auch ein gutes Trinkgeld.
Überhaupt ist es so, es gibt so ein, ich würde es nicht als Rassismus bezeichnen, sondern es eher als Vorurteil. Es gibt hier dieses Vorurteil, alle Weißen sind reich. Natürlich ist es so, wenn du aus Europa kommst, ja, und hast 100 Euro in der Tasche, dann bist du hier schon mal ziemlich reich. Mit 100 Euro kommst du hier ganz schön weit. Und für die Einheimischen ist es so, du bist reich, und zwar damit du dir das Essen leisten kannst, wann du willst und was du willst. Das können viele Einheimische nicht. Und deshalb haben die da schon ein bisschen recht mit jeder Mzungu, also jeder Ausländer ist reich. Du musst ihnen jetzt klar machen, ich meine, als Tourist geht das nicht, aber wenn du jetzt hier leben willst, wenn du mit diesen Menschen lebst, musst du es schaffen, das ist gar nicht so einfach, denen klar zu machen, hör mal, ich bin zwar jetzt kein armer Mensch, aber reich bin ich noch lange nicht. Und ich kann mir nicht immer alles aussuchen. Ich kann mir zwar mein Essen aussuchen, das ich will, das stimmt schon. Ja, und ich kann auch mittags essen, wenn ich lustig habe. Und ich kann dich sogar einladen dazu. Aber ich kann hier nicht alles machen, was ich will. Ich kann hier nicht mir einfach ein Haus hinstellen und ein Auto kaufen oder sonstiges. Und das muss man den Leuten erstmal klar machen. Und wenn sie das akzeptiert haben, und dazu musst du halt in einer Ecke wohnen und in dieser Ecke auch bleiben, ja, und nicht alle 3 Wochen woanders hinziehen oder aus dem Hotel kommen, dann werden die Leute das irgendwann auch verstehen und akzeptieren. Nicht alle, natürlich nicht. Ja, es gibt auch ein bestimmtes Intelligenzdefizit manchmal. Aber wir kennen das ja, wenn jemand programmiert ist. Ja, die werden hier in der Schule programmiert, Weiße sind 30. Und so wie bei uns halt im Fernsehen programmiert wird, wie wir zu denken haben. Ja, und das kriegst du sehr, sehr, sehr schwer wieder raus. Das habe ich ja schon gemerkt. Also, man muss das wirklich, diesen Geldlevel wegreduzieren. Man muss denen klar machen, du, ich bin nicht reich. Ich helfe dir zwar, wo ich kann. Ja, aber ich kann dir nicht jetzt hier deine, was wir immer ganz gerne hören würden, deine Schulgebühren für alle Kinder bezahlen und sowas. Und ab wann merkst du, dass du hier echte Freunde hast und dass das die Freunde das wirklich ernst meinen mit dir? Ja, das ist ganz einfach. Indem die Leute unangemeldet zu Besuch kommen zu euch. Einfach für nichts, einfach nur, hey, ich möchte einfach mal grüßen, ich möchte einfach da sein bei dir, ich möchte einfach mit dir zusammen sein. Wenn du sagst, du, ich habe nichts im Haus, kein Problem. Ich will nur sitzen hier mit dir. Du musst nichts im Haus haben, du musst nichts bringen, du musst nichts organisieren. Wenn du, wenn die Leute, ohne dass du sagst, Karibu, in dein Haus reingehen, also was eigentlich eine Frechheit darstellt, Freunde aber dürfen das. Echte Freunde gehen einfach ins Haus rein, das ist ganz normal, ja? das darf man. Wenn du von diesen Menschen unerwartet Geschenke bekommst, ohne dass eine Gegenleistung gefordert wird oder eine Gegenleistung angesprochen wird, sonst einfach nur, ah, du, ich habe da einen zum Beispiel, der sagt, ich weiß ja, dass du hier, ja, ich bin ja fett und ich brauche so T-Shirts, so am besten 5XL. Und ja, immer wenn er irgendwo so ein T-Shirt sieht, dann kratzt er seine letzten Kröten zusammen und sagt, ey, gib mir das, handelt das noch runter und bringt mir dann 1, 2, 3, was er halt gefunden hat, solche T-Shirts mit und sagt, hey, das ist für dich. Und dann freut er sich. Oder er bringt einfach, weil er irgendwo mal selber Obst geschenkt gekriegt hat, dann teilt er das auf und bringt mir die Hälfte. Das ist wieder ein anderer Mensch, aber das sind Freunde, ja, das machen halt nur Freunde, da wird nichts verlangt, auch kostenlose Dienstleistungen. Jemand, der normalerweise mit dem, zum Beispiel Piki fahren oder Bajaji fahren sein Geld verdient und du musst mal schnell wohin und deshalb komm, ich fahr dich und fährt dich dahin und da wird nichts verlangt, da heißt nicht, ja, das kostet so und so viel, sondern es war einfach ein Freundschaftsdienst. Dann bist du bei diesen Menschen akzeptiert und auch als Freund wirklich eingetragen. Und auch in der Not merkst du, auch hier wie überall auf der Welt, ja, wenn du Not hast, dann sind die Freunde ganz schnell da. Wer kommt denn da? Ah, dabei ist, komm auch. Sorry. War der Gärtner. Nein, nicht meiner, ich habe sowas nicht. Ja, und in der Not merkst du es hier genauso wie in jedem anderen Land. Ja, und das hatte ich ja ein paar Mal, da wo einer wirklich innerhalb von 20 Minuten wie ein Gesenkter durch die Stadt gefahren ist. Der wohnt am anderen Ende der Stadt, kam zu mir nur, um mich komfortabel mit dem Auto
ins Krankenhaus fahren zu können. Das war bei meiner Malaria, bei meiner ersten. Ja, und ja, das sind wirkliche, echte Freunde. Und man kann das hier haben. Und die ohne Hintergedanken, ohne irgendetwas. Und jetzt bin ich eigentlich der Meinung, dass ich sagen darf, man findet hier nicht schneller, aber mehr wirkliche, echte Freunde, als wir in Deutschland überhaupt möglich haben. Also hier sind wirklich sehr viele Menschen, bei mir sind es halt Nachbarn, alle die in der Umgebung, sehr viele, die einen kennen und die wirklich, ja, die ich als Freunde bezeichne. Aber vorher muss halt vieles immer klargestellt werden. Ja? Man hat mich am Anfang als, mein Freund Rama, den kennt er ja, ja, der hat mich am Anfang als Drogendealer angesehen. Der war der Meinung, ich bin der Boss einer weißen Drogenbande. Wie es dazu kam, ist eine andere Geschichte. Ja, als er merkte, dass ich das nicht bin, ich habe noch nie solche zärtliche Umarmungen von einem Mann gekriegt wie von dem. Ja, das ist der Hammer. Gut. So, das ist das, was ich euch mitteilen wollte. Es gibt hier echte Freundschaften und ich habe so viele Leute, die es mir persönlich sagen, die es mir in die Kommentare schreiben, ja, mit Schwarzen kann man keine Freundschaft, mit Einheimischen gibt es das nicht. Leute, ihr lügt. Ihr lügt alle zusammen. Das gibt es. Wenn es das nicht gibt bei euch, dann liegt es an euch. Anders kann ich das nicht sagen. Also ich bin stolz darauf, diese Freunde zu haben, die ich hier gefunden habe. Und ich bin mir sicher, es werden noch mehr. Bis zum nächsten Teil seiner Verstehen. Es gibt noch mal eins.